herzlich willkommen wieder mal zurück bei Waffenfuzzi, heute wieder mit Daniel und unserer ersten Videoreihe Frag den Waffenfuzzi, und zwar vom Tolga. Der hat uns vor ein paar Tagen geschrieben: Daniel, kannst du mir sagen, wie man den Abzug bei der Soraki HP01 Luftpistole einstellt? Wir haben uns jetzt mal auch diesbezüglich etwas schlauer gemacht, in Verbindung auch noch mit unserem Büchsenmacher. Es ist hier eine sehr diffizile Angelegenheit, den Abzug einzustellen. Es empfiehlt sich hier in diesem Fall, wenn man irgendwelche Vorkenntnisse hat bezüglich Abzugseinstellungen, kann man sich da gerne ranwagen. Es gibt auch Beschreibungen, die können wir auch gerne nachschicken, oder beziehungsweise wenn ihr eine Anfrage habt bezüglich des Abzugs, der Abzugseinstellung, können wir die selbstverständlich auch gerne postwendend oder auch per E-Mail zuschicken, wie das bei dieser HP01 geht. Tolga, es ist folgendes: sobald du anfängst, an der HP01 am Abzug was einzustellen und es geht dort was schief, kann es wirklich passieren, dass A, keine Garantieansprüche mehr hast, oder dass du hier ganz kleine Mechanikteile irgendwie verletzt oder zerstörst. Das ist, wie gesagt, eine sehr heikle Geschichte. Wüsste jetzt auch nicht, wie ich jetzt hier in dem Video weiterhelfen kann. Eine Beschreibung würde jetzt dementsprechend auch keinen Sinn machen, weil ich sonst hier auch die ein oder anderen Viewer auch noch dazu animiere, an der Waffe rumzuspielen. Nachher passiert irgendwas, möchte ich nicht riskieren. Ja. Wie gesagt, die Angelegenheit des Abzugseinstellungen, gerne schickt uns die Waffe her. Es ist halt immer schwierig, eine Ferndiagnose zu machen oder eine Ferneinstellung zu machen. Dabei weiß der Kunde auch wirklich nicht, ob er jetzt die Einstellung haben möchte oder nicht. Von Werk aus ist die Einstellung wirklich auf feinste Match-Mechanik eingestellt, also feinsten Match-Abzug. Ist ja im Prinzip einmal der Abzugsweg und einmal der Druckpunkt. Und der ist wirklich sehr, sehr optimal eingestellt auf die Waffe. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man da jetzt noch irgendwie in dieser Freizeitwaffe noch mehr dran motivieren müsste oder dran was fein einstellen müsste. Da ich aber die HP01 ehrlich gesagt noch gar kein Video dazu gedreht habe, einen Schusstest auch mich nicht gemacht habe, das wird dann wahrscheinlich einen Zweiteiler geben, komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die Features von der HP01. Die HP01 ist eine Pumpluftpistole. Man kann im Prinzip innerhalb von drei verschiedenen Pumpvorgängen die maximale Stärke aus dieser Pistole rausholen, und die wäre ca. 175 Meter die Sekunde, 170 Meter die Sekunde. Im ersten Pumpen erreicht man ca. 125 Meter die Sekunde, beim zweiten Pumpen erreicht man ca. 150 Meter die Sekunde und beim dritten Pumpen, wie gesagt, die schon erwähnten ca. 170 plus minus. Wir haben eine Abzugssicherung bzw. eine Schiebesicherung, die ist automatisch beim Pumpen oder beim Spannen in dieser Position gesichert. Das heißt, es passiert hier nichts. Zum Entsichern den Schieber bitte nach vorne schieben, und dann kann man auch abdrücken. Gut. Diverses Zubehör ist dabei, Pflegeartikel und auch Werkzeug ist in großer Auswahl auf jeden Fall vorhanden. Sorry wegen dem Telefon, es ist heute keiner da, heute ist Samstag. Bin hier allein im Hauptquartier, und wir haben eine Gesamtlänge von ca. 295 mm, also knapp 30 cm. Wir haben diese HP01 in sowohl Rechtshänderausführung als auch Linkshänderausführung. Das ist die rechte Version, also die Rechtshänderversion. Wir haben die Kimme können wir auf jeden Fall Höhen und Seiten verstellen, mit Hilfe eines Schraubenziehers. Wir haben hier unten unsere Montageschienen und oben natürlich auch die Möglichkeit, einen Diopter anzupassen. Hatten wir auch kürzlich hier im Ladengeschäft. Diese Waffe darf auch vollendet im 18. Lebensjahr frei erworben werden. Das für die Öffentlichkeit logischerweise ist verboten. Bitte nur in öffentlichen Schießstätten schießen oder natürlich abgesichert zu Hause, dass euer Geschoss auch nicht euer Grundstück verlässt. So, nochmals zur Beschreibung der HP01, die ist natürlich in Türkisch. Es gibt aber auch eine deutsche Beschreibung, die ist in jeder HP01 auf jeden Fall mit drin, sowie auch ein Schussbild. Gut, das heißt, das können wir uns eventuell sparen, dieses Schussbild. Wir werden nur nochmal im Prinzip einen Schusstest machen mit der tatsächlichen Energie, ob da auch die 170 Meter die Sekunde erreicht werden. Gut, Tolga, ich weiß nicht, ob ich dir halbwegs helfen konnte. Ich hoffe doch dennoch irgendwie, dir eine Aussage zu machen, zumindest im Sicherheitsbereich, dass du hier
dich nicht irgendwie auf irgendwelche Gefahren begibst, hier selbst Hand anzulegen und dann später vielleicht hohe Reparaturgebühren bezahlen musst. Ja. Für die einen oder anderen vielleicht auch eine kleine Hilfe gewesen. Sorry, dass ich da jetzt leider nicht mehr sagen kann. Von meiner Seite wäre es jetzt soweit getan. Das erste Video von Frag den Waffenfutz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wieder Anfragen habt, wir versuchen die dann auch zeitnah auf jeden Fall für euch zu klären und aufzulösen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt sauber, bis dann, ciao.